Jima. Wer mir schon etwas länger folgt, weiß, dass ich 2017 schon mal hier war. Damals habe ich hier einen Tagestrip hergemacht und war eigentlich den ganzen Tag nur am Itsukushima-Schrein und habe eigentlich nichts anderes an dem Tag gemacht. Damals war mein Fazit, dass es hier noch sehr viel mehr zu entdecken gibt und sehr viel mehr zu machen gibt. Deswegen bin ich wieder hier und weil ein Tagestrip damals schon nicht ausgereicht hat, sind wir heute hier, um hier zu übernachten. Fährt der Shuttle hin? Zu unserem Hotel auf Miyajima. Wow! Wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Es ist zwar ein japanisches Hotel, aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir normale Betten haben, also einen westlichen Raum. Und abseits davon haben wir eine kleine Aussicht. Leider keine Aussicht auf den Schrein, aber Aussicht auf das Meer und generell auf das Grün, das es in Miyajima viel gibt. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön hier. Wie viel Grüntee für einen Tag soll es sein? Ja. Also wirklich, wir sind nicht mehr 24 Stunden hier. Letztes Mal habe ich übrigens nicht wirklich Momiji Manju gegessen, weil ich das irgendwie verpeilt habe. Ich habe irgendwie nur so ein Momiji Eis gegessen. Und dieses Mal haben wir sogar frittierte Momiji Manju und das hört sich ziemlich geil an. Das eine ist mit Pfirsich und das andere mit Matcha. Nachdem wir heute früh versucht haben, den Sonnenaufgang aufzunehmen, waren wir jetzt erstmal wieder im Hotel, haben in Ruhe gefrühstückt und waren nochmal im öffentlichen Bad bei uns im Hotel. Und jetzt gehen wir zu Momiji-Dani, beziehungsweise in den Momiji-Dani-Park. Vielleicht gehen wir noch den Wanderweg hoch, aber vielleicht fahren wir auch mit dem Ropeway. Wir müssen gleich mal gucken, wie das zeitlich alles passt und wie viel Zeit wir uns auch in den Park nehmen wollen. Denn ich dachte, dass es so im Herbst, Winter eigentlich ganz schön sein könnte, hier auch mal sich die Momiji anzugucken. Denn immerhin sind die Momiji das Wahrzeichen von Miyajima. Wahrscheinlich sind wir für so richtig schönes Momiji ein bisschen zu spät. Gemessen daran, wie viel Laub hier schon liegt. Aber es ist trotzdem schön. Es ist erstaunlich, wie pink das Momiji-Laub aber auch wird, wenn es ein bisschen länger auf dem Boden liegt. Also das ist ja schon echt nicht mehr orange, das ist ja wirklich pink.
wo sind wir gerade? In einem sehr teuren Roadway zum Mount Meeson. 2000 pro Person hin und zurück. Das ist ganz schön teuer. Und es geht los. Hiroshima und das da ist eine Insel, witzigerweise, die im Privatbesitz ist und das da vorne dran sind alles Austernfarmen. Sieht schon ein bisschen wild aus irgendwie. Aber generell ist die Aussicht hier, oh mein Gott, so krass. Diese ganzen Inseln, die so im Nebel verschwinden, meine Güte. Also es hat sich echt gelohnt, hier hochzufahren. Und da oben gibt es jetzt noch einen Aussichtspunkt. Den wir eigentlich mitnehmen wollen, aber wir sind uns nicht sicher, ob das zeitlich alles passt, weil wir zur Ebbe wieder unten sein wollen beim Schrein. Deswegen rushen wir jetzt da mal hin und gucken mal, ob das zeitlich passt oder ob wir mittendrin auf dem Weg umkehren. Weil es ist nur ein Kilometer, aber es ist halt echt nur ein Stück bergauf. Also mal schauen. Sind wir gestartet. Also wir haben es nach oben geschafft. Dieser Baum steht ein bisschen im Weg. Wir haben es geschafft. Wir waren da oben. Und jetzt sind wir wieder hier und müssen ziemlich schnell in die Seilbahn wieder rein. Aber es war ganz schön anstrengend. Also man denkt es gar nicht, man denkt es schon. Keine Ahnung, es war anstrengender als gedacht, obwohl ich erwartet habe, dass es anstrengend wird. Aha. Das Witzige an dieser Seilbahn ist, dass es eigentlich zwei Seilbahnen in einem sind. Also man fährt erst in so einer Einzelgondel auf so eine mittlere Ebene hoch und dann fährt man nochmal mit einer größeren Gondel mit mehreren Leuten zusammen halt so schräg rüber und nochmal ein bisschen hoch zu diesem ersten Aussichtspunkt, wo wir waren. Und in der zweiten Gondel hat man eine richtig krasse Aussicht auf so die Landschaft hinter Miyajima mit den ganzen einzelnen kleinen Inseln, die dort so sind. Es ist gerade Ebbe. Wir haben es rechtzeitig geschafft und wir werden jetzt dahin gehen und auch dieses Tor berühren. Krass, wenn man so nah an dem Tor ist, realisiert man erstmal, wie groß es wirklich ist. Das Tor ist nämlich 16,5 Meter ungefähr hoch und ungefähr 24, 25 Meter lang. Und klar, man hört diese Zahlen und denkt, das ist wirklich groß, aber ich habe das bisher noch nicht realisiert, wie groß das wirklich ist, bevor wir jetzt hier wirklich davor standen. Da merkt man erstmal, was das wirklich bedeutet. Die Flut kommt! Thank you.
plötzlich heute Abend schon wieder in Tokio. Das wohl war. Ist ein bisschen crazy. Es ist jetzt 14 Uhr, aber wir sind dann heute Abend wieder in Tokio. Es gibt Tempura-Don. Mit Miso-Suppe. Und irgendwas salzigen und Soße. Und Nachtisch nochmal frittierte Momiji-Mandeln. Es ist einfach wunderschön auf Miyajima und es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Ich könnte wahrscheinlich noch unzählige Male dorthin fahren und immer wieder noch mehr sehen und noch mehr entdecken und mir noch mehr Zeit an den einzelnen Orten nehmen. Ich muss sagen, dass 24 Stunden für mich sehr viel angenehmer waren, als nur einen Tagestrip von Hiroshima auszumachen, wo man dann doch nur ein paar Stunden dort ist. Wir haben zwar viele Orte auf der Insel gesehen, aber an jedem einzelnen Ort hätte ich mir eigentlich gern noch mehr Zeit genommen. Und das ist in den 24 Stunden schon echt ganz schön knapp gewesen. Deswegen ist mein Fazit zu dieser ganzen Sache: 24 Stunden auf Miyajima mit Übernachtung sind deutlich besser als nur ein Tagestrip, aber ich könnte auch noch viel, viel länger dort bleiben. Eine Sache ist für mich am Ende dieses Trips aber offen geblieben und das ist die Frage, ob es einen Bezug zwischen Demon Slayer und Miyajima gibt, denn ich kenne eigentlich keinen, aber an jeder Ecke hat man irgendwie so Crossover-Merch gefunden, wo halt nicht einfach nur Demon Slayer-Merch war, sondern explizit halt Miyajima-Motive mit reingepackt wurden, also zum Beispiel die Magneten mit den Momiji-Manju drauf. Oder selbst in unserem Hotel hatten sie super viele Demon Slayer-Figuren überall dekoriert. Und ich frage mich, ob es einen Bezug gibt oder ob das einfach nur gemacht wird, weil es ein sehr beliebter Anime ist. Falls ihr was wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gern einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.